Tja, läuft wieder einer rum. Ist genauso nackt wie ich. Klar, da schießt er überhaupt nicht, das gibt's doch gar nicht. Was sind das für Affen? I need to eat. Jagt er mich jetzt echt? Na gut, da hat sich das Pfeil und Bogen noch an der Werkbank gebaut. Gar nicht mal so doof, aber ich würde gerne. Ach man. Das ist halt, wenn der Server voll ist, ne? Trifft man halt auch überall welche. Ja, 8 Minuten noch, dann verhungt. Scheiß drauf, komm. Pflanzen wir den ganzen Rotz an hier. Was jetzt? Ach. Das ganze Inventar von den Dingern voll. Aber ist mir auch egal. Schwere Pfeile im Bogen. Woher ist Fernbogen? Gibt's ja gar nicht. Haben wir den hier? Ja, braucht ein bisschen länger. Kalkstein, mhm. Ja, definitiv. Ach, ich ja, das hör mal, das ist so in der Chat. Oh, und ich bin hier übelst konzentriert. Ah, guck mal, da irgendwas zu essen. Komm her, komm her. Du Monster. Monster. Hirsch. Ah, trotzdem finde ich gerade total erlösend, diese Äpfel, diese Orangen gefunden zu haben. Ich glaube, das sind bloß Körner, oder? Ach, das sind Samen, ja. Können wir ein bisschen aufpassen? Oh yeah, that's good. Einmal mal weg, ja. Nein. Warum? Schnell, 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 ist mich still. Am besten alles Wichtige aus dem Inventar. Holz findet man noch. Was ist Wichtigste aus dem Inventar? Ja. Auf jeden Fall sieht das Spiel sehr, sehr interessant aus. Aber. Alter. Aber man muss es halt, wie gesagt, mit mehreren Leuten wahrscheinlich spielen.
Ansonsten kann es sein, dass man ordentlich aufs Maul bekommt. Ja, kaum zu glauben, es gibt ja auch Friendly-Spieler, obwohl ich mal ganz genau weiß, dass es nach hinten losgeht. Aber das war in Survival-Spielen schon immer mein Problem, schon immer. Ja, liebe Freunde, jetzt habt ihr so im Groben und Ganzen das Spiel gesehen. Ich weiß nicht, wie groß die Map hier ist. Die soll wohl sehr, 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 sehr groß sein. Aber ich weiß es nicht. Kann ich nicht beantworten. Auf jeden Fall sieht doch alles hier alles ein bisschen gleich aus. Alles hier alles. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch an dem Gebiet liegt. Hier da unten ist gerade einer gespawnt. Und es ist mehr gespawnt, oder? Ich sehe hier schon für 50 Leute auf dem Server, sehe ich hier doch ganz schön viele Spieler rumtängeln. Da hinten ist wieder einer. Wie es ist, wenn man hier noch ein bisschen weiter ins Landesinnere reinläuft, ob das dann etwas anders wird. Dieser Chat da unten, der geht mir total auf die Nerven. Kann man dann... Ah, jetzt. Traumhaft. Traum. Na toll. Der Dumm. Jo. Ach so, ja. Eine Nachricht vom System. Also irgendwie kommt mir das so vor, als bin ich jetzt hier wieder am Anfang. Okay, komm, wir machen mal. Habe ich denn jetzt eigentlich genug? Ja. Okay. Waffen. Ach, guck. Ah, das habe ich gerade gesehen, dass man hier noch Waffen herstellen kann. Ich hoffe, dieser kleine Sack lässt mich in Ruhe. Ich habe mich auch nicht getötet, ne? Puh, triste Landschaft. Im ersten Blick sah es ganz gut aus, aber wenn man jetzt hier schon die ganze Zeit hat, muss ich ganz schnell satt gesehen an dem Szenario, muss ich sagen. Aber naja, ich würde schon gern irgendwas bauen, aber
mir laufen hier zu viele Leute rum, dass ich mir hier irgendwas vorstellen kann, ordentlich in Ruhe zu bauen und so. Deswegen bewege ich mich immer weiter irgendwo hin, um vielleicht ein bisschen Ruhe zu bekommen. Aber da ist absolut nicht weiter. Das sieht schon schick aus hier. Irgendwie ist jetzt die Map so schnell zu Ende. Also ist jetzt die Map so klein oder was? Oder kommt mir das nur so vor? Oder was ist hier los? Okay. Okay. Hier sieht es aber ziemlich ruhig aus. In der Ecke hier. Na, doch nicht. Da vorne ist schon wieder ein Haus. Seriously, Amsterdam, bla 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 bla. Ja, auf jeden Fall. Solche Spiele, dann ist es immer besser, doch mit Leuten zu genießen. Vielleicht komme ich ja nochmal irgendwann dazu, nochmal mit Leuten das anzufangen. Als Projekt vielleicht sogar. Weil es sieht doch sehr interessant aus, muss ich sagen. Und ja, wir haben 25. Komm, wir machen jetzt mal hier Dingens. Klar könnte ich mir jetzt hier, klar könnte ich mir jetzt hier von irgendwo hier die Werkbank, mach das auch weiter, wenn ich hier, jo. Da könnte ich mir jetzt hier irgendwo eine Werkbank suchen, die hier rumsteht, aber ich möchte ja meine eigene haben. Na? Und ja, dort steht ein Haus, das ist super. Haben wir die Werkbank hergestellt. Okay, pass auf, ich gehe jetzt hier hinten mal da noch hin. Und wenn da was ist, dann. Ja, wenn da nichts ist, dann bauen wir dorthin. Weil hier scheint es ja Ressourcen zu geben. Aber dazu brauchen wir auch noch Holz. Und Holz und Stein und Holz und Stein. Und dann nochmal Stein. Stein und Feuerstein, da würde ich sagen. Setzen wir uns hier dann irgendwo mal noch eine Dings hin. Jetzt wird es wieder. Jetzt wird es wieder kalt. Wir brauchen jetzt wirklich mal eine Stelle, wo wir uns hier hin. Oh Mann. Überall Leute hier. Die haben es gut, die haben schon Klamotten an und sonst was. Da haben wir auch noch nicht hingebaut. So, hier ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Stelle, um hier vielleicht mal in Ruhe mal schnell ein Lagerfeuer herzustellen. Lagerfeuer und die Werkbank. So, jetzt können wir dann nämlich schon mal okay, ich steh das nicht. So, Holz rein. Licht. Und eine Werkbank, wo stellen wir die hin? Ah, gut.
Mit was kann man die drehen? Oh, so nicht. So, jetzt habe ich wieder eine Werkbank in die Welt gesetzt. Total schön. So. Was können wir denn bauen jetzt mal hier? Materialien. Wir brauchen... Ach, Rucksack, das wäre vielleicht mal was Gutes. Aber da brauche ich noch Fäden und da habe ich keine Ahnung, wo ich die herkriege. Ich glaube, Materialien müssen wir dann die Fäden, oder? Benzinbeton. Haben wir hier Knochen. Schwaches Seil, starkes Seil. Au, ah. Mann, Idioten. Mann. Aber da kann man wenigstens mal... sowas da reinhauen. Hau ab. Hau ab. So, wie pflanzt man denn die Dinger hin? Können wir auch mal probieren. Ah, okay. Bock. Bock. Na, Bock. Wahnsinn. So, dann habe ich ja so ein kleines Feld uns angepflanzt. Ach, das blöde Kälte-Scheiß. Man braucht einen Knochen und wir haben noch einen Knochen. Oder muss ich den hier unten haben? Muss ich den hier rein tun? Hä? Ach so, wegen der Werkbank. So, zwei von denen. Und jetzt können wir... Pfeil, Waffen. Rucksack wollte ich haben. Brauchen wir 10 davon. Boah, da müssen wir ja richtig noch jagen gehen. Uns den Rucksack holen können. Ja, da mal rein kurz, dass mal die Kälte ein bisschen runter geht, das ist ja nervig, ja. So, Kälte weg. Jetzt müssen wir jagen gehen, oder? Gehen wir jagen auf Hirschjagd. Alter, jetzt wird es aber schnell kalt. Nee, das dürfen wir nicht machen. Komm. Kurz verbrennen, dann geht das schon. Genau. Verbrennung. Mhm. Bedeutet das was für uns? Ich glaube nicht. Meins. Was ist das da? Komm her. Was bist du? Wildschwein. Alter.
treffen sollte man vielleicht. Wow, der hat mich aus dem Leben gerissen. Okay, dazu brauchen wir dann wahrscheinlich eine Waffe. Aber naja, jetzt habt ihr wenigstens mal so einen kleinen Einblick gehabt. Ja. Oh yeah. Ich finde es ganz lustig, muss ich sagen. Aber ich habe keine Ahnung, wo jetzt hier wieder meine Sachen sind. Und ja, ich finde es ganz lustig. Wie gesagt, sowas sollte man dann doch mit mehreren Leuten spielen. Weil allein in dieser Welt hier, ich glaube, das wird so nix. Und sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Und ja, dann würde ich sagen, war's das fürs erste Mal hier. Von Hurt World. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Ich war sehr ruhig bei dem Spiel. Ja, ich war sehr ruhig. Ich wurde von einem Wildschwein getötet. Alle werden getötet von sonst irgendwas. Ich werde natürlich von einem Wildschwein getötet. Ärgerlich. Ja. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei irgendwas anderem. Bei einem anderen Projekt oder vielleicht bei einem anderen angezockt. Oder wenn ihr vielleicht hier noch mehr sehen wollt. Und das, oder wenn ihr sogar vielleicht, liebe Leute, die jetzt hier mit uns zusammenarbeiten, das Spiel habt, dann könnte man vielleicht mal schauen, wie es ist, wenn man das im Multiplayer spielt, zusammen. Und ja, würde ich sagen, gut, dann war's das, liebe Freunde. Wir sehen uns dann und bis dahin, tschüss.